Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo ihr kleinen und großen Paläontologen oder Dino-Fans. Ich bin Chris Van Fiert und begrüße euch zu der allerersten Folge von Jurassic World Evolution. Als erstes werden wir uns die Einstellung anschauen, wir gucken mal nach, was wir da so einstellen können. Und dann werden wir auch gleich loslegen. Unserem allerersten Park. Die Hilfe deaktivieren? Nee, lassen wir mal drin. Die Hilfe können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das lassen wir da. Das sieht doch gut aus. Audio, ganz wichtig, Gesamtlautstärke. Ja, da muss ich mal ein bisschen herumexperimentieren, die ersten Folgen mal genauer betrachten, ob es dann vielleicht doch zu laut oder zu leise wird. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal bei der Standardeinstellung. Machen wir mal. Untertitel wäre nicht verkehrt. Während Gespräche andere Töne stummschalten. Weiß ich nicht. Wir gucken mal erstmal nach, wie sich das im Spiel so auswirkt. Ich glaube, an der Steuerung werde ich jetzt erstmal nichts machen. Wobei die Empfindlichkeit, wie ich hier ein kleines bisschen höher stellen könnte, ich habe es ja ein bisschen empfindlicher. Machen wir mal 3. Und notfalls kann ich es ja immer noch zurücksetzen. Bildschirmeinstellung. Ja, das passt so. Mehr brauchen wir nicht zu sehen. Ich muss dazu sagen, mein Hals ist noch ein bisschen kratzig, ich war ein bisschen angeschlagen, Sommergrippe, juhu. Also für den Fall, dass ich mal husten sollte, ich werde versuchen, das später dann im Nachhinein herauszuschneiden. Ich werde mir Mühe geben, wenn es doch drin sein sollte, entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. So, was kann ich dazu sagen? Ich habe jetzt hier die Jurassic World Evolution Deluxe Version. In der Deluxe Version sind 5 weitere Tiere enthalten, die man sich, wenn man sich die Deluxe Version nicht kaufen sollte, noch hinterher separat kaufen kann. Diese beinhalten den Styracosaurus, den Crichtonsaurus, Mayungasaurus, einen Acheronitiumimus und einen Suchumimus. Diese Tiere sind jetzt in der Deluxe-Version mitbehalten, mit inbegriffen sozusagen. Und ja, die Musik, herrlich, ich freue mich. Ich würde sagen, nichtsdestotrotz, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe jetzt so Bock auf das Game. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört. Willkommen, ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben? Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Wow. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Also die Optik ist ja mal der Wahnsinn. Definitiv. Es ist, man fühlt sich schon quasi wie auf Isla Nublar, obwohl es halt nicht Isla Nublar ist, aber das Feeling kommt sehr gut rüber. So, mit der Steuerung muss ich mal ein bisschen vertraut machen. Ja, mal gucken. Okay, Gehege. Hammond-Entwicklungslabor, das wollen wir natürlich bauen, das machen wir jetzt auch mal. Das soll wahrscheinlich dann hierher. Ach, so können wir die Objekte dann sozusagen drehen. Okay, cool. Na komm. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch
Las Cinco Muertes. Die fünf Tode heißen. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Na, wollen wir mal schauen. Wege. Passt das so? Ja, es sieht gerade aus. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Cool, okay, schauen wir nach. Kasten, okay. Wow, wir haben sogar schon einen Ceratosaurus, einen Entmonto und einen Triceratops. Aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch die Genom-Fortschritt abwarten. Es war ja abgesprochen gehabt, dass erst ab 50% man die Dinosaurier erschaffen kann. Wir haben jetzt hier ein Struthiomimus, 65%, legen wir los. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren, was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. So, und da das halt Herdentiere sind oder Tiere, die in Gruppen leben, Struthiomimus, machen wir gleich Zeug draus. Warum nicht? Schon bereit zum Ausbrüten dann? Lassen wir es mal frei. Unser allererster Dinosaurier. Legen. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Cool. Tja, unser allererstes Tier. Und machen wir gleich weiter. Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. So, wir haben hier die Sicherheit. Die Unterhaltungsabteilung und die Wissenschaftsabteilung. Alle drei Abteilungen stehen für, wie man schon lesen kann, für die Sicherheit, Unterhaltung und für die Wissenschaft. Die Wissenschaft wird, denke ich, mehr dafür sorgen, dass man hier schneller an die ganzen Spezies rankommt. Unterhaltung natürlich an die ganzen, ich sag mal, eventuell Souvenirshops, Restaurants und Fastfood und so weiter und so fort. Und die Sicherheit, denke ich mal, die Bezäunung und Sicherheitsanlagen der gesamten Insel. Ich für meinen Teil bin ziemlich für die Wissenschaftsabteilung, weswegen wir jetzt in diesem Let's Play Run die Wissenschaftsabteilung nehmen. Ah, Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Dann machen wir das mal. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Das können wir gleich machen, aber ich würde gerne jetzt nochmal meinen zweiten Studium freilassen wollen.
Was wahrscheinlich jetzt gerade nicht geht, oder? Schade. Machen wir nichts mit dem Zentrum. So wie es die Herrschaften jetzt hier möchten. Okay, es passt jetzt hier nicht hin. Ne, sucht das glaube ich auch nichts. Wie schaut es denn hier aus? Schon fast besser, ne? Komm schon. Haben wir es hier? Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Da bin ich mal gespannt. Inwieweit wir noch Aufträge von den zwei anderen Abteilungen bekommen, der Sicherheit und der, ich sag mal, Verteidigungsabteilung. Die Leute denken, dass Geld die Welt regiert. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich. Wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Super. Jetzt haben wir schon mal zwei. Mimos. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Geborgen 100%. Sozialisiert sich. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Na klar, nehmen wir die Mission an. Triceratops geht immer. Sicher doch. Ich würde dennoch nochmal zwei Strukturmimos herstellen. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. So haben wir eine kleine Herde, ne? Oh, das macht sich ja immer optisch ganz gut, zusammen gerade jetzt. Können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen? Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Ich könnte jetzt einfach hier den ganzen Tag ein Studium-Mimus verfolgen, ne? Ja, wunderschön. Schaut euch mal die Bewegungen an. Die ganzen Details. Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr schön. Okay, wir haben uns der Aufgabe. Dafür sind wir hier und es regnet. Cool, es regnet. Extrahieren Sie Fossilien, um Genome für jeden Dinosaurier zu bauen. Okay. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend. Baubare Genome ermöglichen es Ihnen, im Hammond-Entwicklungslabor Dinosaurier zu erschaffen. Das ist schon mal klar. Expeditionen stoßen manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Oh, wahrscheinlich Mineralien, Edelsteine und so, die wir dann wahrscheinlich verkaufen können für sehr viel Geld. Das ist schon mal cool. So. Haben wir schon Fossilien? Oh, cool, ja. Auch Hadrosaurier, sehr schön. Edmund und wir haben ein Triceratops-Fossil. Machen wir mal Triceratops, da können wir die Mission noch abschließen, ne? Kennen wir eigentlich alle? Cool, natürlich. Zack und zack. So, jetzt gehen wir mal hier zu unserer Ranger-Station. Stromverbrauch. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Das Expeditionszentrum kann Grabungsteams in die ganze Welt schicken, um nach neuen Dinosaurier-Fossilien zu suchen. Wählen Sie eine Grabungsstätte aus, um ein verfügbares Grabungsteam hinzuschicken. Das Expeditionszentrum zeigt ein Symbol an, wenn ein Grabungsteam losgeschickt werden kann. Das ist cool, okay, wissen wir Bescheid.
Das ist die Karte. Und das Interessante ist, die ganzen Expeditionsstätten hier, die ganzen Fossilienstätte, die man hier so hat, die beruhen auf echte Ausgrabungsstätten auf der Welt. Finde ich ziemlich cool. Und wollen wir mal gucken, was wir hier so jetzt haben. Wir haben hier China. Was gibt es hier? Ceratosaurus. Das könnte unser erster Karnivor werden. Häufige Exemplare ist hier der Cerato. Okay, was gibt es denn hier noch? Nochmal Cerato. Struthio, Triceratops und Montosaurus. Triceratops, Struthio und Edmonton. Dann nehmen wir nochmal die hier. Die macht sich doch gut. Schicken wir die Expedition hin. Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Okay, cool. So, ich denke, jetzt müssten unsere zwei Freunde hier auch schon fertig sein. Entlassen wir sie. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Oh, Gewinn pro Minute minus 5.419. Ja, man gibt, denke ich, anfangs immer ein bisschen mehr aus, als man dazu verdient oder plus macht. Ich denke, alle Anfänge schwer und man macht meistens immer erstmal ein Minusgeschäft. Das können wir jetzt mal überspringen. So, jetzt haben wir schon mal eine schöne kleine Gruppe an Strutium-Minus. Sieht doch gut aus. Hier ist Kumpel Nummer 1. Komm schon, Nummer 2. Er landet vielleicht irgendwo in den Wäldern drinnen versteckt. Cool, das ganze Feeling hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich freue mich schon auf die ersten Karnivoren. Die ikonischen Dinosaurier von Jurassic Park. Ne? Sei es der Dilophos, Velociraptor und so. Ich freue mich schon, so eine Art Sumpfgehege zu machen für die Dilophos. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie so in feuchteren, sumpfartigen Gebieten, Mangroven teilweise, leben. Das weiß man ja nicht so ganz. Aber cool wie aus. So, da sind die vier. Vier Schrotelmimusse. Sehr schön. Ja, herrlich. Der hier trinkt gerade. Schön, all die Details. Wahnsinn. Oh, unser Helikopter ist zurück und so. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Na, warten wir es mal. Wir haben jetzt, so wie es aussieht, jetzt hier weitere Informationen, die wir extrahieren können. Das können wir verkaufen, gut. Verkaufen wir das und extrahieren jetzt hier die DNA. Jetzt bin ich mal gespannt. 40 Sekunden dauert das. Dann können wir das hier auch noch mitnehmen. Schon mal 2. Und Ancient Datenbank. Ach, hier scheinen. Ja, hier wird so ein bisschen so die Jurassic Park-Lore erforscht. Denke ich mal. Ja, so eine Art Dino-Dex für die ganzen Tiere. Ausgrabungsstätten, Hintergrundinformationen. Cool, 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 cool. Können wir uns mal später anschauen. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Das Forschungszentrum. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Aha, hier können wir also die Gene modifizieren. Bin ich mal gespannt. Forschung ansehen, wollen wir mal gucken. Gehege, Gebäude, Gebäude-Upgrades, medizinische Behandlung. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich sogar hier machen wollen würde. Hakenwurmparasiten, medizinische Behandlung mit Pfeilen. Weniger als eine Minute verbleiben. Super, das machen wir auf jeden Fall. Genetische Forschung.
Aus den verändernden Gene. Das Beißen dieses Gens erschafft die Dinosaurier mit grau-grünem Hautmuster. Kann für Chasmosaurus, Deinosuchus, Diplodocus, Dracorex, Indominus Rex, Kentrosaurus, Meiosaurus und bla 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 verwendet werden. Das sind so einige Tiere. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, cool. Gehege, ja, denke ich auch nicht so ganz verkehrt, ne? Elektrische Zäune. Wir haben 2 Millionen noch was? Na komm. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, ne? Gebäude, was haben wir denn an Gebäude? Ah, Souvenirshops, Kleiderladen. Mehr haben wir momentan nicht. Okay. Gebäude-Upgrades verfügbar. Uiuiuiui. Asset Containment Unit, also das ACU. 3 Gegenstände verfügbar. Was haben wir denn hier? Treffsicherheit. Nach Ladetempo. Planungseinheiten ermöglichen es ACU-Teams von aufgewerteten ACU-1 weiteren Aufgaben zuzuweisen. Okay. Reduzierte Unterhaltskosten. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Ja, es ist ja schön und gut, aber nehmen wir die Mission an. Nehmen wir sie einfach mal an. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Ranger-Station, richtig. Treffsicherheit. Eine weitere Aufgabe zuzuweisen. Das ist ja auch nicht mal so verkehrt. Fossilienzentrum. Okay, cool. Das ist jetzt die Oberweltkarte. Das ist jetzt wahrscheinlich der gesamte Bereich, wo wir bauen können. Noch recht klein, muss man dazu sagen, ne? Wollen wir mal ein Forschungsteam nochmal schicken? War noch ein Triceratops gewesen? Cerato. Da, hier, Triceratops. Die können wir nochmal nächstes Mal sonst losschicken. Und da fliegt der Helikopter. So, viel Glück, Jungs. Und wir werden jetzt mal hier Fossilienzentrum nochmal gucken, wie es aussieht. Wir haben hier so keine Fossilien mehr. Okay, die wurden alle extrahiert. Das heißt, wir können eventuell jetzt hoffentlich einen Triceratops ausbrüten. Ah, knapp. 48%, aber wir können ja den Montosaurus. Das machen wir doch mal. Was kostet das? 170.000. Und hier können wir sogar die Genome jetzt mittlerweile modifizieren. machen wir auch noch nicht. Wir sind noch ganz am Anfang, würde ich sagen. Da wollen wir nicht mal so viel Geld ausgeben. Erstmal müssen wir Einnahmen haben, um dann wieder zu investieren. Ne? Jetzt investieren wir so ein bisschen, indem wir jetzt die Dinosaurier ausbrüten. So. So, jetzt wollen wir mal gucken. Gäste, was können wir denn jetzt bauen? Hotel. Machen wir mal ein Fastfood-Restaurant. Das war jetzt nicht verkehrt. Ich hab schon ein bisschen gerade. So, ein Fastfood-Restaurant. Auf jeden Fall. Oh, wir haben hier. Ah, ist ein Forscher. Okay. Oh, schaut euch mal das Logo hier an. Cool. Hier ist die Monorail und so eine Art Ankunftsstation. Sehr schön. Sehr cool. So, Hammond-Labor. Forschungslabor. Machen wir das hier nochmal. Fossilienzentrum.
Kleines Kraftwerk. Erfolgsrate-Update. Das können wir noch nicht. Müssen wir erst noch freischalten. Gut, okay. Expedition ist wieder zurück. Sieht doch gut aus. Und können wir eigentlich... Ne, wir warten noch. Wir schicken sie jetzt erstmal nicht weg. Wir behalten die Jungs hier. Wir gucken jetzt erstmal nach, was sie mitgebracht haben. Sehr hohe Qualität. Das ist ja mal schön. Und kein DNA vorhanden. Ah, dann verkaufen wir es doch. Gar kein Problem. Wir müssen wieder Profit. Wir haben Geld gemacht. Wegverbindung. Oh, natürlich. Das machen wir mal gleich. Wege. Na komm. Neues lebensfähiges Genom, Triceratops. Oh, sehr schön, sehr schön. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Ich würde sogar, glaube ich, noch einmal ein Expeditionsteam losschicken, um einen Triceratops herzustellen, Triceratops-Fossilien zu finden. Oh, wir lassen erstmal hier unsere Tiere frei. Ein Montosaurus. Oh, Beschwerden erhalten, nachdem die Gäste ihren Durst nicht stillen können. Da wissen wir, was wir jetzt machen. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Ich hoffe, Sie verstehen sich jetzt mit den Strontium-Limussen. Ich will jetzt auch nicht das Gehege jetzt hier vollpumpen mit allen möglichen Heavy-Mod. Sehr schön, sehr schön. Ah, ehrlich. So. Das ist das nächste. Da wir jetzt auch schon so viele Tiere hier haben, sollten wir mal eine Ranger-Station errichten, nicht? Schon haben sich zwei gefunden. Sehr schön. Cool, cool, cool. Hier laufen die Strutimimus herum. Haben die überhaupt was zu essen, die Tiere? Wir haben hier keinen Futterplatz, ne? Gleich mal gucken, dass wir jetzt hier was installieren. Natürlich. Bodenfutterstation. Machen wir hier eines hin. Genau. Was sind auch Futter an die Tiere, ne? Da kommen die Pflanzen und jetzt bin ich mal gespannt. Ist was passiert? Oh, da geht ein Schuttchen jetzt geradezu hin und... Ist frisst? Cool. Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse. Wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen, hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Okay.
Oh, dann machen wir mal lieber bei so vielen Tieren vielleicht noch eine Futterstation, ne? Und zwar gleich hier so am Zaun. Zack. So, Betriebsgebäude, wollen wir mal gucken. Welche Station? Genau, das wollte ich jetzt. Oh, wow, das ist ein. Oh, das hier ist ein Klopper. Wo machen wir das denn am besten hin? Ja, da hätte ich gerne jetzt hier ein Gehege gehabt. Na, können wir es vielleicht so anbauen? Ja, machen wir mal so. Da hinten kann ich ja immer noch dann notfalls noch die Bäume besser abmachen und dahinter so ein Gehege lang bauen. Einen Weg bräuchten wir, ne? Na komm schon. So Jungs, euch schicke ich zu der nächsten Mission. Wir brauchen noch mehr Triceratops. Das wäre jetzt nicht verkehrt. Wenn wir jetzt hier nochmal Triceratops an Land kriegen. Dass wir da stärkere Genome haben, dass die Tiere vielleicht länger überleben, mehr Leben haben. Und vielleicht resistenzbedingt dagegen Krankheiten sind. So, hier ist ein Symbol. Gebäude. Na, wir wollten ja gucken. Oh, wir haben nicht mal eine Million. Das ist schlecht. Dino-Häppchen verkaufen viel Personalverwaltung. Machen wir mal drei Leute da rein. Das ist ja mal cool. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Das schmutzige Geheimnis dieses Ortes ist, dass Tiere manchmal verschwinden, sprich gefressen werden. Es schadet nicht, sich auf das Unausweichliche vorzubereiten. Die Details finden Sie in diesem Auftrag. Brüten Sie in einer Hammond-Entwicklungslabor erfolgreich einen Dinosaurier aus. Das sollte doch machbar sein. Kein Problem. Ja, schauen wir nach. Ist unsere Crew wieder zurück? Sieht nicht so aus. Ich würde erstmal warten, bis sie wieder zurück ist, unser Team. Hier ist die Ranger-Station. Skin wechseln? Oh, das ist ja mal genial. Noch geschlossen. Scheiße. Schade. Gut, hier gibt es leider noch nichts. Forschung erforderlich. Dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht in der Forschungseinrichtung noch mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Upgrades bekommen. Sieht auch momentan gut aus. Edmonto, da haben wir zwei Studiumjungs im Hintergrund. Ah, ist das schön. Sehr schön. Team kehrt zurück, cool. Ja, wenn man vom Teufel spricht, sehr schön. Wollen wir mal gucken, was sie mitgebracht haben. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier hin. Das Fossilienzentrum.
So, die zwei extrahieren wir jetzt noch und dann lassen wir mal unseren Triceratops frei. Dabei können wir jetzt hier im Forschungszentrum gucken, was für Upgrades wir jetzt haben, zur Verfügung haben. Nehmen wir einfach mal das jetzt hier mit. Kostet 75.000, aber wir haben nicht mehr viel Gebäude. Wir haben nicht genug verfügbare Forschungsteams, das ist schlecht. Gut, weil wir jetzt wahrscheinlich gerade mit unseren Forschungsteams hier die Aussehenfälle der Gene erforschen, dann warten wir noch einen Moment. Souvenirshop wäre nicht verkehrt, dass wir dann nochmal so ein bisschen Cola einbringen in unseren Park. Sehr schön. Sogar einen Park schließen. Das ist ja cool. Auch die Reflexion der Sonne. Sehr schön, sehr schön. Liebe zum Detail. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist hier ein kleines Kraftwerk. Produziert Strom, okay. Wir müssen uns mal anschauen, wie wir das noch mit diesem Strom Fällern hier machen, damit die ganzen Gebäude noch an das Stromnetzwerk angeschlossen wird. Werden. Darum muss ich mir noch ein bisschen schlau machen und dann mal gucken, dass wir vielleicht hier nochmal ein Gehege bauen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt. Wir bauen jetzt gleich nochmal ein Gehege für einen Fleischfresser, für unseren ersten Carnivoren. Das wäre doch mal was. Das machen wir. Und zwar verändern wir jetzt mal so ein bisschen die Flora und die Fauna. Wir machen erstmal die Pflanzen weg. Auch einfach gedrückt halten. Das ist ja mal cool. So. Noch ein bisschen kahler hier. Ja, der Mensch, ne? Muss alles zerstören. So, hier haben wir. Weiß nicht, bietet sich das hier an? Das kleine Areal hier für einen Carnotaurus? Ein Carnotaurus für einen Ceratosaurus? Komm, probieren wir es doch einfach mal. Nee. Können wir ein bisschen Berg machen, so. Was ein bisschen höher. Na, wobei, doch ein bisschen zu hoch. Senken wir es mal ein bisschen ab. Oh, nicht zu viel. Oh, ja, ja. Jetzt ein bisschen too much. So, flachen wir es mal ab. So ist besser. So, schon viel besser. Wasser können wir noch gleich hinzufügen. So. So, wir brauchen Wasser. Ich denke, es wird doch gehen für einen Ceratosaurus, oder? Gucken wir nach, wie wir jetzt die Gehege am besten machen können.
13.000. Junge, Junge, Junge. Das war ganz schön viel. Wir werden, glaube ich, so in die Miese gehen. Ja, so ein Bogen ist schön. So. Bis hierhin. So. Hier weiter. Und hier setzen wir es mal an. Super. Okidoki. Hätten wir schon mal ein bisschen was für unseren Kumpel. Bisschen mehr Bäume. Schadet, glaube ich, nichts. Das wird nicht schaden. Hier machen wir alles voller Wald. Die Ecke. So. Natürlich Gras. Haben wir schon mal so einen Vorbau für unseren Ceratosaurus, der demnächst kommt. Aber zuerst einmal lassen wir unseren Triceratops frei. Unsere Triceratopse Plural. Wir haben ja, glaube ich, noch zwei Slots hier frei. Oh, damals auch schon. 66% momentan. Uff, ja gut, komm. Was soll der Geiz? Eins. Machen wir gleich zwei draus. Oh, Moment, mir fällt da gerade etwas ein. Wir brauchen noch ein Hammond-Entwicklungslabor, um hier einen Saurier auszubrüten. Freizulassen. Okidoki. Moment mal. Wenn ich jetzt hier ein Vorgehege mache, einen Vorbereich hier rumziehe, kann ich ja dann eventuell. Oh, wir haben noch 368. 76 jetzt. Okay, wir müssen wieder ein bisschen Geld haben. Wir müssen wieder ein bisschen Geld einbringen. Meine Idee wäre jetzt, dass wir jetzt hier eventuell noch so einen Zaun umherziehen. Dass wir den Ceratosaurus hier ausbrüten, hier freilassen. Der aber dann immer noch hier in diesem Bereich hier vorne ist. Oh, ich muss mir das mal anschauen hier. Sehr schön, sehr schön. Schau das erst an. Sehr schön. Sehr cool. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Genau, dass ich jetzt hier so eine Art Vorbereich ziehe, indem wir den Ceratosaurus hier dann ausbrüten, ihn dann hier in diesem Vorbereich nochmal betäuben, ihn dann hier ins Gehege zu verfrachten. Wäre das eine Option? Das ist doch mal. Doch, das ist doch mal eine Option. Das sollte klappen. Weil so spare ich auch wieder ein bisschen Kohle. Und ich hoffe, der Triceratops. Der Ceratosaurus flippt dann nicht aus. So, lassen wir mal unseren ersten Kumpel frei. Ich denke, somit hätten wir auch unsere Mission. Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. Ach, majestätisch, wow. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer Sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was Sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. So, wir haben etwas freigeschaltet. Cool. Sehr schön. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Klar, das akzeptieren wir. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen was dazu bekommen, ne? Bisschen Kohle. Wir lassen jetzt nochmal einen zweiten Triceratops frei und dann muss ich erstmal in Sparmodus gehen. Und mal das Cerato
Saurierprojekt in Angriff nehmen. Es fühlt sich langsam. Finde ich cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Wir wollten jetzt Gehege. Von hier? Ich hoffe jetzt nur, dass die Tiere jetzt einmal abhauen, denn ich brauche euch ja nicht, Kinder. Ihr müsst einmal weg. Aber komm, wir machen es mal so. Genau, raus, alle beide. Der Struktur kommt jetzt auch hoffentlich weg. Warum komme ich jetzt da nicht hin? Zack, ja. Nee, das wird nichts. Aber dann machen wir es mal so. Okay, warum will er jetzt da nicht ansnappen? Ist da jetzt das Dings da zu nah dran oder wie? Wir können auch gucken, ob wir vielleicht ein Tor installieren können. Wir installieren mal ein Tor. Das brauchen wir auf jeden Fall. Zu nah am Dinosaurier. Okay, die Tiere sind hier wahrscheinlich im Weg. Müssen wir alle mal ein bisschen weg. Ich hoffe, dass wir es jetzt gleich machen. Zäune. Ne, nicht Tor. Die wollten nochmal die Zäune machen. Na, vielleicht muss ich doch ein bisschen weiter weggehen. Das wird, glaube ich, jetzt nichts. Oh, elektrischer Stahlzaun, das hätten wir vielleicht machen müssen. Für die, so einen Ceratosaurus-Gegner? Ja, das hätten wir machen müssen. Das hätten wir definitiv machen müssen. Das ist ein bisschen tricky hier, ne? Machen wir mal so ein Bogen. Ja, Edmonto, du musst da dich mal aus dem Weg machen. So, und jetzt machen wir es wieder gerade. Lass uns hier ansnappen. Genau, jetzt ist der leider da drin, ne? Der gute Alte. Aber wir werden jetzt hier nochmal ein Tor einbauen. Oder auch nicht. War es hier okay? Irgendwie nicht. Machen wir es hier hin. So, ganz einfach. Tor öffnen. In der Hoffnung, dass jetzt unser Freund jetzt hier demnächst mal rausgeht. Das ist jetzt kein Meisterwerk. Es sieht nicht schön aus. Ich weiß. Aber ich hoffe, dass unser Kumpel jetzt hier mal sich demnächst. So, wir brauchen ein Triceratops mit 70%, genug von 70%, das heißt, wir werden jetzt noch mal ein Expeditionsteam losschicken. Und zwar zu der Hell Creek Formation. So, die Jungs starten. Wir haben hier soweit nichts mehr. Gehen wir mal ins Forschungszentrum. Da haben wir was freigeschaltet, glaube ich.
denn hier? Genetische Forschung. Ja, okay, ist fertig. Wir gehen mal zu den Gebäude-Upgrades. Hammond-Entwicklungslabor. 100.000 kostet uns das. Okay, Lebensfähigkeit um 10% erhöht, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Definitiv. So, leider wird das hier wohl nichts mehr mit. Den Tieren hier, die jetzt hier rauskommen sollen, die wollen irgendwie nicht. Ich muss das Tor wahrscheinlich nochmal zumachen und jetzt ist noch ein Edmontosaurus drin. Ne? Ja, sehr schön. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal bei euch so weit fürs Zuschauen. Ne? Und ich bin tierisch gespannt, wohin uns diese Reise noch hinführen wird. Ich bin der Chris Winfield, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Episode wieder von Let's Play Jurassic World Evolution. Bis dann, ciao.